Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatssekretär Scirocchi, ich begrüße Sie und alle Anwesenden und eröffne die 17. Sitzung des Unterausschusses Bezirke, Personal und Verwaltung sowie Produkthaushalt und Personalwirtschaft des Hauptausschusses. Und wie üblich weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass die Sitzung aufgezeichnet und auch im Nachhinein über die Seite des Hauses abrufbar sein wird. Ich gehe davon aus, dass Sie alle mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Ich sehe hierzu auch keinen Widerspruch. Dann verfahren wir entsprechend. Als Tischvorlage liegt Ihnen vor mit der Nummer 0130-O-1 Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Einzelplan 05. Das ist nochmal eine Austauschfassung, ist aber jetzt auch hier verteilt worden. Und die Einladung vom 30. Oktober 2023 und eine Mitteilung vom 1. November 2023 liegen Ihnen vor. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung oder zur Konsensliste? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung und die Konsensliste so festgestellt. Und ich komme dann auch schon zum Tagesordnungspunkt 1. Drucksache 130, Vorlage zur Beschlussfassung, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans in Berlin für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Hier werden die einzelplanübergreifenden Berichte mitberaten. Zum einen mit der Ausschussdrucksache Nummer 130a, der Bericht der Senatsfinanzverwaltung grundsätzlich ist zu den Personalausgaben im Entwurf des Haushaltsplans unter A und unter B, mit der Nummer 61e, statistischer Bericht, Personalbestand des unmittelbaren Landesdienstes Berlin, Berichtsjahr 2023, unter C, der Bericht mit der Nummer 62a, das ist auch der statistische Bericht, Gesundheitsquote des unmittelbaren Landesdienstes Berlin, Berichtsjahr 2022, unter D, Nummer 114a, statistischer Bericht, Beschäftigte mit Schwerbehinderung im unmittelbaren Landesdienst Berlin, Berichtsjahr 2020, hier Beantwortung der Fragen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Unter E der Bericht mit der Nummer 128, Personalpolitisches Aktionsprogramm 2022-2023, Bericht zum Stichtag 31. Dezember 2022. Und unter F mit der Nummer 161. Die Beantwortung der Fragen der Fraktionen, die zentral von der Senatsverwaltung für Finanzen beantwortet werden. Und zweitens die Beantwortung von Fragen zu den Berichten. A, grundsätzliches zu den Personalausgaben im Entwurf des Haushaltsplans. Und B, statistischer Bericht, Personalbestand des unmittelbaren Landesdienstes Berlin. Unter C, statistischer Bericht, Gesundheitsquote des unmittelbaren Landesdienstes Berlin. Unter D, personalpolitisches Aktionsprogramm. Gibt es vorab Ihrerseits Fragen oder Anmerkungen zu den mitlaufenden Berichten? Wenn nicht, die Berichte können natürlich auch bei den Einzelplänen dann angesprochen werden. Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur allgemeinen Aussprache. Wir hatten hier im Vorfeld vereinbart, die allgemeine Aussprache zum Beginn der zweiten Lesung, also jetzt durchzuführen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir eine Redezeit von maximal 10 Minuten pro Fraktion vereinbaren. Und hier, wie im Plenum, zu den Haushaltsberatungen vorgehen. Das heißt, in der Reihenfolge nach Stärke der Fraktion und im Wechsel zwischen Opposition und Koalition. Siehe da Einvernehmen. Man muss die 10 Minuten auch nicht zwingend ausschöpfen. Und wir beginnen mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich nehme an, der Kollege Ziller hat das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Irgendwie ist diese Absprache nicht bei uns angekommen, aber das mag an personellen Abwesenheiten liegen. Genau. Wir werden jetzt in der zweiten Lesung der Personaleinzelpläne noch mal ein paar Schwerpunkte setzen. Wir haben ja einzelne Änderungsanträge hier auf der Tagesordnung. Ansonsten, glaube ich, zeigen die umfangreichen Berichte, dass es schon noch Fragen und Handlungsbedarf gibt, die sich aber jetzt nicht ganz konkret mit dem Haushalt lösen, also Stichwort sozusagen Gesundheitsquote, Personalentwicklung, überhaupt Stellenbesetzung. Das bleibt ja das zentrale Thema der nächsten Jahre, was man aber leider nicht lösen kann, indem man jetzt den einen oder anderen Änderungsantrag stellt. Insofern würde ich da jetzt auch gar nicht länger drauf eingehen und uns die Zeit an der Stelle sparen. Und mein Kollege ergänzt gerne noch.
Ich will das nur kurz ergänzen. Es sind natürlich, wir danken also auch der Verwaltung für auch die teilweise ausführlichen und auch durchaus tiefgreifenden Berichte. Es ist manchmal eine gewisse Ratlosigkeit spürbar, zum Beispiel über die tatsächlich niedrige Gesundheitsquote. Ich glaube, an einer Stelle bei der Hauptverwaltung sagen, es ist der niedrigste Wert seit 2007. Also ohne dass über einen allgemeinen Anstieg von Atemwegserkrankungen und eben auch dadurch, dass eben viele Leute eben jetzt nicht mehr Maske tragen, also tatsächlich im Infektionsgeschehen, dass sich das in ein allgemeines Infektionsgeschehen einordnet. Das ist aber dann vielleicht auch nicht alles, sondern dann müssen wir uns tatsächlich hier auch nochmal über das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz unterhalten und auch über den Arbeitsschutz in der öffentlichen Verwaltung. Genauso zu der Dauerfrage der Quote der Beschäftigten mit Schwerbehinderungen hier, die ja auch in der Hauptverwaltung besonders niedrig ist. Wie gesagt, gesetzliches Ziel ist 5%. Da ist dem Bericht anzumerken, dass tatsächlich da auch seitens der Verwaltung Handlungsbedarf gesehen wird und auch den Willen, die Probleme anzugehen. Das werden wir, glaube ich, in Zukunft weiter kritisch begleiten müssen, die Entwicklung dort. Bei der Dauer der Stellenbesetzungsverfahren, finde ich, ist da eine gewisse Ambivalenz drin, wenn Sie schreiben, dass die Dauer der Besetzungsverfahren innerhalb der letzten 2 Jahre im Prinzip gleich geblieben ist. Das ist ganz unabhängig auch von politischer Couleur. Und Sie an anderer Stelle schreiben, dass die Instrumente zur Beschleunigung erfolgreich eingesetzt worden sind. Auch da werden wir uns, glaube ich, noch im Detail drüber unterhalten müssen, welche Instrumente das waren und welche vielleicht noch darüber hinaus zur Verfügung stehen. Das sind aber vielleicht eher so die allgemeinen Punkte, wie gesagt, die wir hier weiterhin, die weiterhin auch in der Arbeit dieses Ausschusses mitlaufen werden. Und genau zu den Einzelplänen, mein Kollege Ziller hat ja einen Einzelplan schon angedeutet. Wir werden sicherlich auch noch Diskussionsbedarf vielleicht zum Einzelplan 7 haben, werden wir dann ja noch in der weiteren Beratung zu kommen und dann ja auch noch in unserer zweiten Sitzung hier. Insofern, genau, ich will ja auch gar nicht so viele Worte machen, steigen wir dann lieber in die Arbeit ein. Vielen Dank, Herr Kollege. Dann hat für die CDU-Fraktion der Kollege Frank Balzer das Wort. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal beginnen möchte ich mit dem Dank an die Verwaltung, die ja sehr umfangreich uns Antworten, Papiere zur Verfügung gestellt haben. Die vielen Berichte hinterlassen schon den Eindruck, dass man ja bemüht ist, Verbesserungen der Gesamtsituation zu erreichen, aber dass da doch noch dicke Bretter zu bohren sind. Wir haben eine ausgesprochen schwierige Ausgangslage. Der Haushalt 2024/25 ist unter Kraftanstrengung aller aufgestellt worden, auch unter Hinzuziehung vieler Reserven. Und ich denke, dass der Senat dies zu Recht so getan hat, auch mit Unterstützung der Koalition, weil die Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, die Krisen in der Welt, in Europa, in Deutschland, werden natürlich auch für Berlin erhebliche Auswirkungen haben, sodass wir sehen müssen, dass in den 2 Jahren wirklich nennenswert sich etwas verändert. Also wenn man so will, ist der Senat da zum Erfolg verpflichtet. Und die Bemühungen reichen nicht mehr aus, weil die Rahmenbedingungen einfach zu schlecht werden. Denn der Haushalt 2026/27, wenn man sich die Prognosen anschaut, wird ausgesprochen schwierig. Und das ist jetzt noch nett formuliert. Wir haben eine Grundsatzsituation, wo wir, und ich erinnere mich an die Zeiten, auf 100.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Land Berlin runtergefahren sind. Wir sind mittlerweile bei 132.000 Beschäftigten. Und ich habe nicht den Eindruck, dass damit alle Probleme gelöst worden sind. Normalerweise müsste man bei so einem Aufwuchs davon ausgehen, dass vieles jetzt deutlich besser läuft. Der Schein trügt. Und deshalb muss man sich hinterfragen, wo sind eigentlich die Probleme, dass trotz dieses Aufwuchses wir ja unbestritten große Probleme nach wie vor in der Verwaltung haben.
Wir haben einen demografischen Entwicklung, wir haben Schwierigkeiten bei den Ausbildungskapazitäten und wir müssen ja größte Kraftanstrengungen aufwenden, um überhaupt die freien Stellen zu besetzen. Wir haben Schwierigkeiten, was die Kapazitäten angeht, in fast allen Bereichen, ob das Polizei ist, ob das Lehramtsberufe sind oder die allgemeine Verwaltung. Und wir haben Schwierigkeiten, überhaupt die vorhandenen Stellen zu besetzen. Und das wird durch die demografische Entwicklung ja noch schlimmer, weil noch mehr Menschen in den Ruhestand gehen. Ich denke so an die Jahrgänge 63, 64, 65. Und wir überhaupt nicht in der Lage sind, diesen großen Abgang dann aufzufangen. Und wie wichtig gute Ausbildungsmöglichkeiten sind, das zeigt sich, als, und der eine andere wird ihn noch kennen, Herr Sarrazin angefangen hat, dafür zu sorgen, dass 10 Jahre keine neuen Einstellungen mehr erfolgt sind. Darunter leiden wir heute noch, weil wir es nicht geschafft haben, in den vielen Bereichen diesen Verlust an Mitarbeitern aufzufangen. Und von daher müssen wir sehen, dass wir versuchen, so gut es geht, Nachwuchskräfte auf unterschiedlichen Wegen zu gewinnen. Es ändert aber nichts daran, dass durch die Digitalisierung und die Automatisierung, die Verbesserung und Optimierung von Prozessen, wir uns auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir besser werden, wie wir eine Verwaltung und einen Service an den Bürger organisieren, auch mit weniger Personal. Denn dass wir das Personal so halten, das glaube ich, ist aufgrund dessen, dass ich gerade gesagt habe, demografischer Wandel, kaum möglich. Sodass wir sehen müssen, überhaupt die freien Stellen zu besetzen. Und da haben wir ja große Probleme, wenn wir sehen in den Bezirken, in den Hauptverwaltungen, dass wir Tausende von Stellen nicht besetzen können, müssen wir über das Thema Digitalisierung etwas verändern und nicht nur verändern, sondern verbessern. Das war ein hehres Ziel bisher aller Senatsverwaltungen, aller Regierungen. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, so richtig erfolgreich war es nicht. Das Thema E-Akte kenne ich mittlerweile auch seit 20 Jahren. Und der große Durchbruch ist noch nicht erfolgt. Und das ist jetzt eine sehr freundliche und nette Formulierung. Wir müssen sehen, dass wir aufhören damit, dass durch ein Ungleichgewicht bei den Stellenbewertungen eine gewisse Kanalisierung so zwischen Hauptverwaltung und Bezirke, zumindest in einzelnen Fachbereichen, passiert. Ein großes Problem, wenn ich an die Bezirke denke, im Bereich der technischen Berufe und an den Hauptverwaltungen, wo permanent eine Fluktuation von den Bezirken in die Hauptverwaltung erfolgt. Und das lässt sich in anderen Bereichen auch noch fortführen. Ein großes Problem, was auch gelöst werden muss. Etwas, was ich mit hoher Sorge betrachte, ist die Entwicklung der Krankenquote in der Berliner Verwaltung. Wenn man durchschnittlich die Krankheitsquote bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmern sieht, ungefähr 6%, und laut Senatsvorlage in der Berliner Verwaltung bei ca. 11% liegt, muss das ja auch Gründe haben, warum dies so ist. Ich glaube, dass da schon einiges auf den Weg gebracht wurde, wie man da auch als Arbeitgeber bessere Rahmenbedingungen schaffen kann. Das hat ein bisschen was mit Anerkennung zu tun, flexible Arbeitszeiten, ganz wesentlich auch von der Koalition beschlossen, die Verbesserung der Besoldung und der Vergütung. Wichtige Themen, um als Arbeitgeber überhaupt attraktiv zu sein. Das hat weiterhin zu tun mit der Modernisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen, auch der Personalentwicklung. Also alles das, was schon beschrieben ist im Personalentwicklungsplan 2030. Es geht eben jetzt darum, wirklich dieses so umzusetzen, dass es auch nennenswerte Erfolge hat. Insgesamt glaube ich, dass wir wirklich in den 2 Jahren als Parlament, insbesondere natürlich der Senat, hier Erfolge in allen Bereichen, die ich gerade
grob skizziert habe, vorbringen muss, weil ansonsten wir mit unserer Verwaltung, mit dem Service an die Berlinerinnen und Berliner Riesenschwierigkeiten haben werden. Es ist eine Herkulesaufgabe, aber wir sind da tatsächlich zum Erfolg verdammt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Balzer. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Die Linke. Und das Wort hat die Kollegin Klein. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde es schon ein bisschen skurril. Bei diesen Haushaltsberatungen läuft ja unter den einzelplanübergreifenden Berichten ein Bericht der Finanzverwaltung mit, der das personalpolitische Aktionsprogramm mit Stand vom 31.12.22 abrechnet. Und jeder weiß, dass 22 ja noch eine andere Koalition und eine andere Regierung an der Macht war. Und man hätte vermuten können, dass die neue Regierung ihr eigenes Personalprogramm vorstellt und auch im Ausschuss zur Diskussion stellt. Nun ist es klar, wir haben davon durchaus erfahren, dass es ein Personalentwicklungsprogramm 2030 beschlossen vom Senat gibt. Und ich finde das eben sehr eigenartig, dass das uns hier zu den Beratungen, zu den Haushaltsberatungen nicht vorgelegt wird, sodass wir das auch nicht hier beraten können, was ist gut, nicht gut, wo können wir vielleicht noch aufsetzen und so weiter. Es erschließt sich mir nicht, warum das nicht getan wurde. Ausdrücklich teile ich allerdings die Beschreibung der Ausgangslage vom PEP 2030 und auch ausdrücklich in den kritischen Aspekten. Die Herausforderungen sind groß und das nicht erst seit gestern. Schwierigkeiten bei Stellenbesetzung, ansteigende Personalfluktuation, Konkurrenzsituation, geringerer Digitalisierungsgrad als erhofft, sind ja keine neuen Probleme. Und der Abschnitt erfolgte und bereits angelegte Maßnahmen, den finde ich wiederum sehr knapp gehalten und kommt tatsächlich etwas lieblos daher. Um nur eine Frage aufzumachen, wenn die Zahl der Stellen in den letzten 5 Jahren um 10.000 und die Zahl der Beschäftigten im selben Zeitraum aber um knapp 14.000 gestiegen ist, was sagt uns das denn über freie und besetzbare Stellen? Und drittens, im PEP 2030 steht ja kurzfristig umzusetzende Maßnahmen und das ist natürlich ein sehr interessanter Teil. Da gibt es die Optimierung der Einstellungsverfahren, eine neue Willkommenskultur, schnelle Einstiegsprogramme, die Besoldungsanpassung an das Bundesgrundniveau, Modernisierung rechtlicher Rahmenbedingungen, Zusammenwirken von Digitalisierung und Personalentwicklung und das sind natürlich wichtige Leitplanken, aber noch kein Programm. Und was daran kurzfristig umzusetzen ist, wird sich tatsächlich noch zeigen. Wenn wir uns das nur mal anschauen, was von den Meilensteinen im dritten Quartal 2023 erreicht ist, dann, also das ist ja vorbei und wir haben noch nichts vorgelegt bekommen, dann finde ich das schon auch interessant und von wegen, man ist zum Erfolg verdammt. Man sagt, zum dritten Quartal liegt zu bestimmten Punkten was vor und meines Erachtens liegt noch nichts vor. Das Schreiben zum Kulturwandel der Berliner Verwaltung, das würde mich interessieren. Dann ein Entwurf zur Besoldungsanpassung. Herr Balzer hat es gerade gesagt, die Koalition hätte es beschlossen. Ich kenne den Koalitionsvertrag, da steht es drin und es steht natürlich auch in den Richtlinien drin. Aber alles Weitere ist überhaupt noch gar nichts passiert. Es gibt keinen Zeitplan, kein irgendwas, wie man Besoldung und Vergütung nun auf das Bundesgrundniveau anhebt. Nun, auch mir ist klar, dass wir gerade die Verhandlungen haben in Sachen TDL und so weiter, aber dass so noch gar nichts vorliegt, dass es noch gar keine Idee gibt, was man hier auch in den Haushaltsberatungen beraten kann, das finde ich schon schwierig und von wegen zum Erfolg verdammt auch kein gutes Zeichen. Dann die Evolution des Reformprozesses der Modernisierung und rechtlicher Rahmenbedingungen. Da bin ich auch gespannt, was da nun kommt. Das sollte jetzt auch im dritten Quartal vorliegen. Dann die Evolution der Pilotprojekte beim Kompetenzaufbau und die abgestimmte Gesamtkonzeption zur Revitalisierung des Beschäftigtenwohnens. So, interessant ist auch, welche Vorhaben es nicht in die kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen geschafft haben. Das ist zum Beispiel das Projekt zur Vereinheitlichung der Stellenbewertung. Das ist irgendwie anscheinend untergegangen. Und das ewig angekündigte, nicht nur, also nicht jetzt von Ihnen, auch schon davor ewig angekündigte einheitliche Landesbesoldungsgesetz kann anscheinend auch nicht kurzfristig vorgelegt werden. Es kommt im ganzen Programm nicht vor. Das verstehe ich tatsächlich überhaupt nicht.
Eine Rahmendienstvereinbarung zum Thema Gewaltschutz steht zum Beispiel auch nicht auf der Agenda und die gesetzliche Regelung zur Anhebung des Pensionseintrittsalters sollte eigentlich zum 01.01.2024 in Kraft treten. Und auch da, ich meine, wir haben jetzt im November, liegt uns noch nichts vor. Das Programm, das PEP 2030, propagiert einen Dialog mit und Impulse auch aus der Politik. Dann muss dieser Ausschuss aber auch dazu in der Lage versetzt werden, Teil des Dialogs zu sein. Und was eben fehlt am PEP 2030, ist ein tatsächliches Umsetzungskonzept. Was mir insgesamt noch dazu einfällt, was vielleicht wichtig wäre, hier anzusprechen. Es gibt ja, wir könnten ja stundenlang die allgemeine Aussprache machen. Aber wir legen auch nochmal einen Fokus auf die Ausbildungsoffensive. Die ist mir tatsächlich immer noch zu zaghaft. Die ist mir schon immer zu zaghaft. Also, was heißt schon immer, aber schon seit vielen, vielen Jahren. Egal, wer regiert. Und da braucht es doch eine größere Kraftanstrengung, wohl wissend, dass das nicht einfach ist. Die moderne Herangehensweise an eine moderne Verwaltung fehlt mir. Da ist mir irgendwie das, was mit der Verwaltungsmodernisierung sich vorgenommen wird, durchaus noch etwas zu altbacken, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Ich hoffe natürlich auf einen guten Prozess mit den Bezirken und ich finde, so wie der Prozess jetzt auch aufgestellt ist, erstmal grundsätzlich gut. Ich bin mal gespannt, ob der Zeitplan gehalten werden kann, weil es ja echt doch eine ganze Menge an Themen ist und im Detail durchaus kompliziert werden kann. Und wir sind uns ja da auch grundsätzlich einig, was die Verwaltungsmodernisierung betrifft und hoffe da auch einfach auf einen guten Prozess auch hier mit dem Parlament. Ansonsten vielen Dank an die Verwaltung für die vielen Antworten. Ich werde oder wir werden im Laufe der ganzen Beratung der zweiten Lesung jetzt nicht auf alle eingehen, weil wenn sie gut beantwortet sind, muss man das jetzt hier nicht noch ausweiten. Von daher vielen herzlichen Dank. Und es gibt auch richtig gute, interessante Antworten, die aber hier in den Haushaltsberatungen erstmal nicht weiterführen, sondern wir gucken dann mal, wie wir nach den Haushaltsberatungen hier in dem Ausschuss das ein oder andere Thema nochmal beraten können. Also vielen herzlichen Dank auch von uns und viel Spaß uns allen bei den zweiten Lesungen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion der SPD und hier der Kollege Rauchfuß das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wünsche uns auch viel Spaß in den weiteren Beratungen. Aber ich glaube, ganz so spaßig ist das hier alles nicht. Ich würde gerne mal zwei Zahlen in den Raum werfen. Unser Haushaltsvolumen war 2019 30,7 Milliarden Euro. Und 2022 41 Milliarden Euro. Ich glaube, das zeigt, was unser aktuelles Problem ist. Wir haben in den letzten Jahren Krisenmanagement machen müssen und glauben Sie bitte alle miteinander nicht, dass das künftig nicht nötig sein wird, auch weiter auf Krisen zu reagieren und dass wir damit eine Haushaltsherausforderung haben, die, wie Kollege Balzer sagt, nicht in diesem Doppelhaushalt, sondern im nächsten Doppelhaushalt dann erst richtig zu Buche schlägt. Glauben Sie das bitte nicht. Ich glaube, wir haben nach dem Brandbrief der Bezirke vor den Sommerferien als Koalition gut reagiert und pro Jahr 100 Millionen noch mal obendrauf gegeben, um die Bezirke einigermaßen in die Situation zu versetzen, dass sie in der Lage sind, auch mit hoher PMA trotzdem ihre Bezirkshaushalte in den Griff zu bekommen. Ich glaube aber, dass wir uns mit Blick nicht nur auf diesen Doppelhaushalt, sondern auf den nächsten Doppelhaushalt hier mit ein paar Lebenslügen beschäftigen müssen, die in allen politischen Diskussionen immer wieder eine Rolle spielen, aber bisher nicht beantwortet sind. Nummer eins, die Wettbewerbsfähigkeit der Bezirke beim Personal. Genau wie Kollege Balzer sagt, werden wir nicht über Arbeitsbedingungen lösen. Wir werden sie nicht über weiche Faktoren lösen. Wir werden sie letzten Endes über die Bezahlung lösen. Und wenn wir hier weiter so tun, als sollten die Bezirke nicht landesadäquat bezahlen können, können wir uns in den nächsten Jahren die Karten legen. Denn die werden in den Bezirken nicht das Potenzial haben, Leute einzustellen, wenn wir uns mit dieser Lebenslüge nicht irgendwann mal auseinandersetzen. Punkt 2. Die Bezirke haben doch recht, was die fehlende Steuerbarkeit in ihren Haushalten angeht. Mit Mindestveranschlagung, mit Leitlinien.
usurpieren wir über 85% der Bezirkshaushalte. Und jetzt kann man denen sagen, na gut, ihr entscheidet auch noch irgendwas vor Ort. Ja, mag sein. In Summe haben die Recht, dass sie eigentlich keine politischen Schwerpunkte mehr setzen können. Deshalb sollte man sich vielleicht mal die Mühe machen, da ins Detail reinzugucken und zu sagen, lieber Bezirk Neukölln oder lieber Bezirk Steglitz-Zehlendorf oder lieber Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir sehen, dass ihr im Grunde keine Möglichkeiten mehr habt zu steuern, aber bei folgenden Produkten würden wir gerne nochmal auf euch zukommen, um das miteinander zu diskutieren. Das machen wir hier aber bisher nicht, weil wir uns immer die gleichen Geschichten erzählen. Anstatt ins Detail reinzugehen und zu sagen, Leute, woran krankt denn eigentlich der jeweilige Bezirk? Ich will einen dritten Punkt machen. Ich habe am 5. Oktober im Plenum erzählt, dass die Schuldenbremse für uns ein Riesenproblem ist und dass wir schon im Interesse der Bezirke ein Aussetzen der Schuldenbremse brauchen. Gestern ist mir Ministerpräsident Weil beigesprungen. Diese Diskussion haben wir hier bisher nicht zu Ende geführt. Was machen wir mit dieser verdammten Schuldenbremse? Weil wir doch eigentlich wissen, dass wir alle wahrscheinlich auf Strecke so nicht durchkommen werden. Ich will einen vierten Punkt machen, weil Kollege Balzer es angesprochen hat. Es wissen im Land Berlin alle, dass die E-Akte gescheitert ist. Es wissen alle. Warum reden wir darüber hier nicht in diesem Ausschuss? Warum starten wir diesen Prozess nicht neu? Worauf warten wir denn eigentlich? Worauf warten wir eigentlich, uns einzugestehen, dass wir dem schlechten Geld nicht noch Gutes hinterherwerfen, um einen Prozess zu retten, der von allen Bezirken und allen Hauptverwaltungen abgelehnt wird? Worauf warten wir? Ich bitte um Entschuldigung, wenn meine Generalaussprache hier vielleicht ein bisschen zu general geworden ist. Aber ich glaube, wir müssen uns diesen Lebenslügen stellen. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir hier im Klein-Klein weiter miteinander rumfingern im Haushalt. Aber ich glaube, diese Fragen werden wir beantworten müssen. Bitte um Verständnis, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Und für die AfD-Fraktion hat der Kollege Wiedenhaupt das Wort. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich zunächst bei der Verwaltung bedanken für die ja nicht nur zahlreichen, sondern sehr ausführlichen Berichte, was auf der anderen Seite natürlich auch dazu führt, dass die Fraktionen damit unter Druck gesetzt sind, diese ausführlichen Berichte auch zu analysieren und auszuwerten. Und deshalb werden wir auch noch im Laufe der zweiten Lesung daraus Anträge einbringen. Genauso wie sich für uns daraus eine Reihe von Fragen ergeben, die wir in den Fachausschüssen dann auch nach den Haushaltsberatungen noch beraten werden. Die Cora, der Kollege eben, hat ja angesprochen das Thema Krisenmanagement. Das ist in der Tat das große Problem. Und wir sehen es nicht so, dass die Koalition in der Lage war, dieses Krisenmanagement hier erfolgreich einzuarbeiten, sondern im Gegenteil, durch die Auflösung von Rücklagen, durch erhöhte Kreditermächtigungen, durch ein Sondervermögen um die Schuldenbremse herum hier alles aufgelöst hat, was man auflösen kann. Und wir damit in der Tat nicht nur einen sehr wackeligen Haushalt diesmal haben werden, sondern dass wir im Hinblick auf die kommenden Verhandlungen eine desaströse Ausgangslage haben werden. Ich denke, ein gutes Krisenmanagement hätte anders ausgesehen. Und da komme ich auch gleich zu den Bezirken. Es ist ja mehrfach angesprochen worden, zuerst vom Kollegen Balzer, das Thema Personalaufwuchs. Und ich habe ja auch durchaus die ehrliche Kritik gehört, dass der Personalaufwuchs in den letzten Jahren nicht unbedingt zu mehr Effektivität geführt hat. Damit müssen wir uns beschäftigen. Und wir müssen uns vor allem damit beschäftigen, dass die Bezirke selber ja ihre eigenen Haushalte als Potemkinsche Dörfer bezeichnen und selber sagen, das, was sie an Zahlen vorgelegt haben, ist niemals einhaltbar.
Wir fanden das in der Lesung im Hauptausschuss extrem erschreckend, wie viele Bezirke, das ist im Wortprotokoll ja nachlesbar, gesagt haben, ja, wir haben hier halt Einnahmen aus Parkraumbewirtschaftung reingerechnet, die werden wir nie haben. Oder wir haben pauschale Minderausgaben eingerechnet, die werden wir nie einhalten können. Und ich finde, das führt insgesamt mit dem Thema Krisenmanagement dazu, dass wir diverse Gefahren hier in dieser Haushaltsplanung sehen. Personalaufwuchs, warum auch nicht effektiver geworden? Das liegt an der Problematik der Digitalisierung oder der fehlenden Digitalisierung. Es ist ehrlich angesprochen worden und dem würden wir uns sofort auch anschließen. Die E-Akte ist gescheitert aus unserer Sicht, das hören wir auch aus den Bezirken. Und es ist so ähnlich wie im Fußball bei den Trainerentlassungen. Man kann dann noch 10 Spiele abwarten, aber die Lage wird ja nicht besser. Und insofern finde ich es ehrlich, wenn wir rangehen und sagen, okay, lasst uns gegebenenfalls jetzt eine Reißleine ziehen und lasst uns eine andere Struktur finden. Wir brauchen die Digitalisierung, da sind wir uns alle hier einig. Aber wir zumindest sehen in der E-Akte, so wie sie jetzt gefahren wird, keine zukunftsträchtige Lösung. Anschließend können wir uns der Kritik der Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister, die ja klar auch gesagt haben, wir haben viel zu wenig Verhandlungsspielraum, wir haben viel zu wenig Spielraum, politische Schwerpunkte zu setzen. Und insofern ist für uns die grundlegende Frage dabei, haben wir uns mit dem Thema Globalsummenzuweisung und die Bezirke am langen Arm der Hauptverwaltung laufen lassen, nicht doch irgendwo etwas verrannt? Wir sind der Meinung, dass wir uns überlegen müssen, ob man nicht mehr Selbstverantwortung in die Bezirke geben muss, ob man nicht strukturell überlegen muss, ob Selbstverantwortung auch darin münden kann, dass Bezirke eben stärker eigene Einnahmen generieren können. Das führt auch zum politischen Wettbewerb und ich finde zur Klarheit gegenüber den Bürgern, ob ein Bezirk dann gut oder eben nicht ganz so gut gearbeitet und gewirtschaftet hat. Diese grundlegende Frage müssen wir uns stellen, weil ich glaube, dass die Lage insgesamt sehr negativ, insbesondere auch selber von den Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeistern gesehen wird. Was die Frage der Prioritäten im Personalaufwuchs angeht, stellen wir fest, dass leider nicht, wie wir uns das erhofft hätten, eben die Priorität bei der Stärkung der Polizei, der Feuerwehr etc. gesehen wird, sondern dass wir in vielen anderen Bereichen, wie beispielsweise beim Thema Zuwanderung, hier Aufwüchse haben. Die Kollegen der Grünen möchten das ja gerne noch verstärken. Wir sehen es als falsche Priorisierung. Wir würden uns freuen, wenn wir wirklich in den wichtigen Sicherheitsbereichen dieses Landes mehr Personalaufwuchs gehabt hätten. Das werden wir auch noch innerhalb der zweiten Lesung weiter verfolgen. Und das mag für heute in dieser Aussprache alles sein. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Kollege. Das waren die Wortmeldungen der Fraktionen. Und jetzt rufe ich die Wortmeldung des Staatssekretärs Schirocki auf. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Herr Vorsitzender, vielen Dank, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich danke zunächst für Ihren Dank an die Zuarbeit und an die Berichte der Verwaltung. In der Tat, das wird nicht immer mit riesengroßer Freude aufgenommen, die Berichte, die wir zu verfassen haben. Aber sie helfen, glaube ich, auch, eben einen Blick über das Tagesgeschäft hinauszuwerfen und auch die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich will nur zu ein paar Punkten und ich glaube und ich will sie auch gar nicht vereinnahmen, aber ich glaube und spüre jedenfalls einen breiten Konsens, auch in den letzten Monaten, in unseren Diskussionen, auch in unseren einzelnen Diskussionen zum Thema Personalentwicklung und der Dramatik notwendiger Veränderungen in Sachen Personalentwicklung im Land Berlin, eigentlich in allen Fraktionen. Herr Balzer hat es angesprochen, dass die Haushaltslage dramatisch ist, letztendlich in diesem kommenden Doppelhaushalt nur durch die Auflösung von Rücklagen ermöglicht war. Aber wenn wir insbesondere an die Perspektive und Personalentwicklung, ist ja immer langfristig auch mit Perspektive verbunden, gucken auf 25, 26, 27, dann wird das nicht einfacher. Und ich glaube, den Zuwachs, den wir
in den Personalmitteln in diesem Doppelhaushalt haben und den Zuwachs auch an Stellen, der wird künftig wahrscheinlich in dieser Größenordnung nicht mehr so machbar sein. Gleichzeitig hat auch die CDU-Fraktion gesagt, dass in der Tat ein zusätzlicher Stellenzuwachs angesichts des demografischen Wandels kaum noch zu besetzen ist. Und insofern müssen wir uns, glaube ich, alle Anstrengungen unternehmen, um mit dem bestehenden Personal die bestehenden Aufgaben bestmöglich und mit großer Qualität und hoher Effizienz zu erfüllen. Herr Rauchbuss hat gesagt, in der Tat, und es klang ja fast so, wir müssen disruptiv denken. Das glaube ich auch, dass wir wirklich einen Bruch machen müssen mit ganz vielen Entwicklungen, die in der Vergangenheit vielleicht noch unabhängig von den Krisen tragfähig gewesen sind, deren Maßnahmen aber zukünftig nicht mehr wirken werden. Und die Berichte haben das ja, wie Bündnis 90 Die Grünen noch angesprochen haben, letztendlich alles zusammengefasst. Letztendlich müssen wir aber dabei konstatieren, und wir arbeiten an vielen Punkten daran, dass letztendlich mit der Personalzuweisung automatisch nicht unbedingt eine Effizienz- und Effektivitätssteigerung in den einzelnen Behörden verbunden ist, sondern sie teilweise letztendlich nur dadurch genutzt wird, um pauschale Minderausgaben oder was auch immer abzudecken. Und insofern glaube ich, das Instrument der Personalzuweisung auch neu gedacht werden muss und gegebenenfalls mit irgendwelchen Auflagen oder auch mit Bedingungen versehen werden müssen. Jedenfalls müssen wir sehr stark und engagiert daran arbeiten, dass wir die freien Stellen besetzen können, dass wir zügiger werden in den Stellenbesetzungen insgesamt, dass wir attraktiver werden. Wir haben deswegen, und die Linke hat das angesprochen, Frau Klein, vor, ein Personalentwicklungsprogramm 2030 auf den Weg zu bringen. Das, was Sie zitiert haben, war der erste Senatsbeschluss. Wie wollen wir das denn machen, das große Personalentwicklungsprogramm 2030? Dieses Personalentwicklungsprogramm 2030 soll Anfang des nächsten Jahres bzw. im Frühjahr nächsten Jahres vorgelegt werden. Das, was Sie zitiert haben und zu Recht zitiert haben und alle einzelnen Punkte daraus auch zitiert haben, die sicherlich wesentliche Bestandteile sind dieses Personalentwicklungsprogramms, aber auch nicht abschließend sind, ist letztendlich nur die Roadmap dazu, zu einem Personalentwicklungsprogramm 2030. Die Grundlage dafür bildet, und das sammeln wir gerade zusammen, die wissenschaftliche Erkenntnis, was verändert sich denn eigentlich alles bis 2030? Was verändert sich in den Berufsbildern, die wir bisher haben in der Verwaltung? Wie weit müssen wir den demografischen Wandel berücksichtigen? Gibt es dort Erkenntnisse, die wir noch nicht auf dem Schirm haben? Inwieweit verändern sich auch Arbeitsabläufe, Digitalisierung und dergleichen? Das sind alles Punkte, die letztendlich auf deren wissenschaftlicher Basis wir die einzelnen Maßnahmen aufsetzen werden. Und natürlich gehört dazu auf der einen Seite die Steigerung von Attraktivität. Sie haben es angesprochen, die Angleichung an das Bundesgrundniveau ist sicherlich ein Teil, aber auch deswegen, Sie waren etwas ungeduldig und sagten, wo sind denn die Ergebnisse und dergleichen. Natürlich muss man zunächst die Ergebnisse der Tarifgemeinschaft der Länder abwarten, um die entsprechenden Maßnahmen dann auch auszuweiten. Dass wir natürlich schon in den Planungen sind, Ideen entwickeln und dass letztendlich auch dieser Haushaltsgesetzgeber Vorsorge treffen wird im Haushalt dafür, dass die entsprechenden Grundlagen für die finanzielle Anpassung geschaffen werden, das ist auch selbstverständlich. Jedenfalls, dieses Personalentwicklungsprogramm wird verschiedene Maßnahmen erhalten, die auf der einen Seite in Richtung Gewinnung von Personal zielen. Ich glaube, da bedarf es einer wesentlich deutlicheren und klareren Ansprache von Menschen, die wir erwarten, die wir willkommen heißen wollen in der Verwaltung, von Personalbindung. Auch das ist, glaube ich, wichtig. Und ich freue mich darauf, wenn wir das hier auch in diesem Ausschuss diskutieren können. Denn auch diese Zahlen haben Sie gesehen, dass letztendlich auch die Auflösungsverträge, die Quote der Auflösungsverträge mit bis zu 30%, gerade in einer Berufsgruppe um die 40, eigentlich nicht akzeptabel sind. Da müssen wir erneut viel tun, da müssen wir viel investieren, um letztendlich die Attraktivität zu steigern und damit auch eine stärkere Bindung von Personal an die Verwaltung sicherzustellen. Und wir müssen letztendlich auch in die Personalentwicklung, in die einzelne Qualifikation investieren. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, denn wir werden diese qualifizierten Leute auf dem Arbeitsmarkt draußen nicht finden. Das heißt, wir müssen selbst dazu kommen, dass wir beispielsweise auch in den IT ausgerichteten Arbeitsbereichen eigenes IT-Personal nach meiner Einschätzung qualifizieren und einen eigenen Verwaltungslehrgang IT oder sonst was entwickeln in der Berliner Verwaltung, um dann unser Personal zu entwickeln und auch weiter zu qualifizieren. Insgesamt, glaube ich, ist dieses Personalentwicklungsprogramm 2030
was wir angekündigt haben, wo wir eine Roadmap vorgelegt haben, wie wir damit umgehen wollen, was wir jetzt in der Tat, und das ist auch unter großer Partizipation mit sowohl Personalvertretung als auch den Bezirken, Sie haben es angesprochen, als auch den Verwaltungen, als auch der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft auch, wenn man auch an die Wirtschaft denkt, besprechen wollen. Das wird ein großer Maßnahmenkatalog werden, den wir dann im nächsten Jahr vorlegen werden. Einzelne Maßnahmen, aber auch das, da würde ich Sie gerne noch darüber informieren, sind bereits getroffen worden, wenn wir an den digitalen Kompetenzcheck denken, wenn wir an dieses Kulturwandelschreiben noch denken, was ich selbst rausgegeben habe und wo jetzt gerade im Dialog viele zusätzliche Anregungen auch noch eingehen in der Verwaltung. Das ist, glaube ich, das sind die ersten Maßnahmen, die bereits erkennbar sind und die Verwaltung es auch verstanden hat, dass wir letztendlich von einem Verhindern zu einem Ermöglichen von Personalentwicklung kommen müssen. Und da haben wir verschiedene Stellschrauben. Ich glaube, wir müssen da auch kraftvoll und teilweise disruptiv vorgehen, um zu einem Erfolg zu kommen. Aber ich hoffe da auch auf die Unterstützung dieses Ausschusses und ich freue mich darauf, dass wir die einzelnen Themen dann auch diskutieren können hier gemeinsam. Wie gesagt, ich glaube, dass wir von der Ausgangslage her und von dem, wo wir hinwollen, einen breiten Konsens hier auch in dem Ausschuss finden werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dann ist die allgemeine Aussprache erledigt und wir treten jetzt in die zweite Lesung ein. Wir lesen heute die Einzelpläne 1, 20, 2, 21, 22, 3, 5, 6, 7, 8 und 9, die Personaltitelstellenpläne sowie die Produktdarstellungen. Ich komme zum Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus. Hier gab es keine Zurückstellungen in der ersten Lesung. Ich gehe auch dann daher davon aus, dass es keine Wortmeldungen gibt. Genauso ist es. Dann ist die zweite Lesung des Einzelplans 01 abgeschlossen. Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof. Auch hier gab es keine Zurückstellung in der ersten Lesung. Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann ist die zweite Lesung des Einzelplans 02 abgeschlossen. Ich rufe auf den Einzelplan 20 Rechnungshof. Und begrüße die Präsidentin des Rechnungshofs, Frau Klingen, und ihre Mitarbeiterin. Ich rufe das Kapitel 2000 auf, Rechnungshof. Hier wird mitberaten der Vorgang 172, Haushaltsberatung 2024-25 zum Einzelplan 20, Übersicht Gender Budgeting. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 172 zur Kenntnis genommen. Damit ist der Einzelplan 20 abgeschlossen, was die zweite Lesung anbetrifft. Und Frau Präsidentin Kling, ich bedanke mich dafür, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Kommen wir dann zum Einzelplan 21, Beauftragte bzw. Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Auch hier gab es keine Zurückstellungen in der ersten Lesung beim Kapitel 2100. Ich sehe keine Wortmeldungen. Beim Kapitel 2101 gab es ebenfalls keine Zurückstellung. Ich sehe auch keine Wortmeldungen. Dann ist die zweite Lesung des Einzelplans 21 abgeschlossen. Ich komme zum Einzelplan 22, Bürger- und Polizeibeauftragte bzw. Beauftragter des Landes Berlin. Es gibt keine Zurückstellung in der ersten Lesung für das Kapitel 2200. Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann ist ja die zweite Lesung des Einzelplans 22 abgeschlossen. Ich komme zum Einzelplan 03, Regierender Bürgermeister. Und begrüße Frau Staatssekretärin Clement, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier wird mitberaten unter A. Der Bericht 162, Haushaltsberatungen 24-25 zum Einzelplan 03. Beantwortung der Fragen der Fraktionen der CDU und der SPD mit den Nummern 2, 8, 9, 10, 11 und 13. Gibt es zu diesem Bericht Wortmeldungen? Frau Klein, bitte. Das, wir sind beim Bericht A. Nicht zu, wir können auch alle drei zusammen, denke ich, beraten. Ich rufe dann noch auf unter B den Bericht 163, das sind die Fragen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 1, 7, 9, 11, 12 und 14, sowie zum Vorgang 128. Und unter C rufe ich auf den Bericht 164, das sind die Fragen der Fraktion Die Linke mit den Nummern 2, 4, 5, 6, 7 und 8. Und hier die Kollegin Klein das Wort erbeten. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch danke für die Antworten.
Und ich habe noch eine Frage. Wir haben ja festgestellt, dass es eine Fristverlängerung gibt zum Thema Springerpool. Finde ich ein bisschen schade, weil wir reden, also jetzt mal unabhängig von Ihnen, Frau Clement, doch schon so lange darüber und warten endlich, wie es nun losgehen soll. Und wir sind natürlich gespannt, dann bei der nächsten Sitzung darüber dann mehr zu erfahren, wie es denn nun gemacht werden soll. Ich möchte hier, das hatten wir eben auch schon als Thema, mal die TDL-Verhandlungen ansprechen. Es ist ja klar, dass auch über diesen Tarifvertrag ja nicht nur die Vergütung gelöst wird, sondern auch vieles drumherum. Und die Gewerkschaften fordern ja zum Beispiel auch eine Stadt-Staaten-Zulage, was ja unglaublich gut werden würde, wenn sie sich durchsetzen könnten, um das mit unserer Hauptstadtzulage zu lösen. Das wäre perfekt, würde ich sagen. Von daher bin ich sehr froh, dass die Forderung aufgemacht ist. Allerdings habe ich das Gefühl, die TDL, also die Arbeitgeber haben in Gänze nicht so das Interesse daran. Aber vielleicht kann uns mal berichtet werden, wie denn die Verhandlungen laufen und inwiefern der Berliner Senat sich denn da nun wirklich dafür einsetzt und auch sich insofern dafür einsetzt, weil das Ziel ist ja schrittweise Angleichung an das Bundesgrundniveau. Aber vielleicht können Sie mal uns erzählen, wie mit welchen Dingen Sie da reingehen oder ob Sie sozusagen auch nur Zuschauer sind und alles laufen lassen. Und als drittes eine Frage, hier war ja, wir haben die E-Akte im Digitalisierungsausschuss besprochen und da haben wir sozusagen ein paar Informationen. Und meines Erachtens ist es so, wenn man die E-Akte zum Scheitern verurteilt, offiziell braucht man einen Plan B, den man mitverkündet und der Plan B wird gerade erarbeitet, von daher habe ich noch Vertrauen drauf, obwohl wir wissen, dass da auf jeden Fall irgendwas kommt und dass es so nicht weitergehen kann. Aber vielleicht können Sie hier für unseren Ausschuss noch mal drei Sätze dazu sagen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Dann kommen wir zur Beantwortungsrunde und hier beginnt Herr Staatssekretär Schirocki, bitte schön. Also zur Tarifverhandlung, das betrifft ja die Senatsverwaltung für Finanzen, deswegen würde ich da gerne die Senatskanzlei entlasten dadurch. Natürlich ist das Land Berlin mit eingebunden, auch in den Abstimmungen vorher und auch der Senator selber hat bemüht, sich in Einzelgesprächen im Vorfeld der Tarifverhandlung die Interessen des Landes Berlins deutlich zu machen. Und Sie haben es selbst angesprochen, die einzelnen Forderungen der Gewerkschaften nach einer Großstadtzulage und dergleichen, irgendwie, das würde natürlich dem Land Berlin auch entgegenkommen. Ob das mehrheitsfähig ist oder nicht, das muss man, wie gesagt, abwarten. Das Land Berlin ist in der Tat nicht nur aufgrund seines Statuses wegen dieser Hauptstadtzulage zwar nicht stimmberechtigt, aber trotzdem wird trotzdem eingebunden natürlich in die gesamten Abstimmung und Vorbereitung darüber. Und insofern müssen wir jetzt abwarten, letztendlich, was die Verhandlungen ergeben und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Dass aber letztendlich die Verhandlungen insgesamt seitens der Arbeitgeberseite vor allen Dingen dadurch bestimmt werden, dass alle Länder und alle Kommunen, die daran beteiligt sind, unter einer sehr angespannten Haushaltslage liegen, das ist auch völlig klar und verständlich. Und insofern sind die Wünsche, die teilweise geäußert wurden, die uns zwar entgegenkommen würden, um manche Probleme zu lösen, vielleicht in der Form dann doch nicht realisierbar, weil sie eben auf unzumutbare finanzielle Hürden bei anderen Bundesländern stoßen würden. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dann bitte Frau Staatssekretärin Clement, haben Sie das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, auch für die Fragen. Sie hatten ja zwei Fragen gestellt, zum einen Springerpool beim Labo. Ist richtig, hatten wir ja beschlossen, in der Entscheidungsinstanz dann Ende August, beziehungsweise dann auch noch mal im September, dass wir den Springerpool mit bis zu 20 Personen beim Labo verorten wollen. Nachdem der Beschluss offensichtlich nach Haushaltsaufstellung im Senat kam, ist er im Haushalt fürs Labo bisher nicht vorgesehen. Da sind wir aktuell noch in der Abstimmung, deswegen dann gern in der nächsten Sitzung. Zweite Frage, digitale Akte können wir sehr gern hier auch noch mal besprechen. War ja offensichtlich der Wunsch, da würde ich aber anregen, das separat mal aufzusetzen. Ansonsten ist ja hinlänglich bekannt, dass das Produkt, das wir derzeit haben, problembehaftet ist, beziehungsweise wir noch nicht alle Komponenten vom Hersteller geliefert bekommen haben und ich da in Verhandlungen bin. Uns müsste natürlich auch allen klar sein, wenn wir das Projekt am Ende des Tages tatsächlich beerdigen würden, dass uns das um ziemlich lange Zeit zurückwerfen wird und wir auch ziemlich lang keine E-Akte im Land Berlin haben werden. Deswegen bin ich nach wie vor zuversichtlich und auch relativ entschlossen, dass wir mit unserem Hersteller nachverhandeln und das dann hoffentlich früher realisieren können, als wir das mit einer Alternativlösung könnten. Vielen Dank. Herr Zitter, bitte.
Wenn wir schon darüber reden, dann melde ich mich auch gerne. Und zwar, also die eine Frage, vielleicht weiß das jemand, es gab ja in Berlin davor auch schon eine E-Akte. Ich glaube, die Wirtschaftsverwaltung hatte seit Jahren eine funktionierende E-Akte. Die Frage, läuft die eigentlich noch? Also gibt es diesen geschützten Pilotraum eigentlich noch für die, die alte E-Akte quasi hatten, dass die wenigstens weiterläuft? Weil das wäre ja zumindest für die Verwaltung eine Chance. Und dann können Sie uns zumindest eine Zahl sagen, wie viele Mängel Sie jetzt eigentlich an das Unternehmen geschickt haben auf der Liste? Also sind es eher 5 große Sachen oder sind es 50 kleine? Oder vielleicht können Sie uns da eine Orientierung geben, was die jetzt bis Dezember noch sozusagen nachliefern wollen, um dann zu entscheiden, ob es sozusagen weitergeht oder nicht. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Und zur Beantwortung Frau Staatssekretärin, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und Herr Abgeordneter, auch noch für die Frage. Ich fange mal hinten an. Also die Frage, von wie vielen Mängeln wir da sprechen, da kann man natürlich, sind die Auslegungen von beiden Seiten naturgemäß unterschiedlich. Bei sowas wie der Brauchbarkeit des Produkts kann man natürlich entweder von einem Mangel ausgehen oder halt von 50 wahrscheinlich. Also wir reden wahrscheinlich, ich würde sagen, um ungefähr 10 große Punkte. Entschuldigung, was war die erste Hälfte der Frage? Ach so, ja, in der Tat, es gibt tatsächlich im Land Berlin ja mehrere digitale Akten, die sozusagen schon vorher in Benutzung waren. Es benutzen ja auch andere Senatsverwaltungen und andere Behörden digitale Akten. Auch es haben auch manche Fachverfahren sozusagen ja schon eine digitale Akte integriert. Und wer noch nicht umgestellt ist, kann nach wie vor sozusagen weiterhin das bestehende Produkt weiterhin nutzen. Danke. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann sind die Berichte 162, 163 und 164 zur Kenntnis genommen. Ich komme zum Kapitel 0300, Senatskanzlei. Hier wird mitberaten der Bericht 165, neu eingerichtete 9 Stellen und 3 Beschäftigungspositionen im Jahr 2024. Zweitens genderpolitische Analyse der Zuflüsse des Kapitels 0300. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte 1 und 2 aus der Sammelvorlage zur Kenntnis genommen. Und ich rufe das Kapitel 0350 auf, Senatskanzlei Europa. Und hier in der Sammelvorlage 165 den Punkt 3, Übergang der Stellen der Abteilung Europa aus der Kulturverwaltung zur Senatskanzlei. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 3 aus der Sammelvorlage 165 zur Kenntnis genommen. Das Kapitel 0360 Digitalisierung wurde in der ersten Lesung nicht zurückgestellt. Ich sehe auch keine Wortmeldungen. Dann ist die zweite Lesung des Einzelplans 03 abgeschlossen. Danke Ihnen, Frau Staatssekretärin und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Und komme zum Einzelplan 05, Inneres und Sport. Dann begrüße ich Herrn Staatssekretär Hochgräbe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung. Hier wird mitberaten unter der Sammelvorlage 170. Der Punkt Römisch 1, Einzelplan übergreifende Berichtsaufträge A, Beantwortung der Fragen der Fraktionen SPD und CDU, Nummern 2, 8, 9, 10, 11 und 13, unter B die Beantwortung der Fragen der Fraktionen Bündnis 90, Die Grünen mit den Nummern 1 bis 7, 9, 11, 12 und 14. Unter C die Beantwortung der Fragen der Fraktion Die Linke mit den Nummern 2 sowie 4 bis 8. Unter D bezirkliche Wahlämter. Unter Römisch 2 der Bericht, rote Nummer 130a. Grundsätzliches zu den Personalausgaben im Entwurf des Haushaltsplans 24-25. Beantwortung der Frage 12. Unter Römisch 3 Bericht, rote Nummer 128. Personalpolitisches Aktionsprogramm. Beantwortung der Frage 4 und 5. Und unter Römisch 5 Berichtsaufträge zum Einzelplan 05a Geschlechterverhältnis. Gibt es Wortmeldungen zu den diversen Berichten? Bitte schön, Frau Klein.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Staatssekretär, die Kolleginnen. Hallo. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, laut Bericht Seite 23 ist die Feuerwehr und das LEA bisher nicht zertifiziert als familienfreundliche Arbeitgeber. Ist denn da etwas geplant? Ich fände es auch bei den beiden natürlich interessant. Und die zweite Frage ist, wir haben ja eine Antwort bekommen zum Thema bezirkliche Wahlämter, aber wir haben auch eine Frage in diesem Zusammenhang gestellt, wie das denn umgesetzt wird. Woher kommen denn die Stellen? Wer finanziert sie denn? Ich weiß, es soll eine Zielvereinbarung geben und die drei Vollzeitäquivalente pro Bezirk sollen kommen, aber es gab keine Antwort in dem Bericht, wie das denn nun finanziert wird und wie da die Einigung aussieht. Vielleicht können Sie uns dann noch mal mitnehmen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann zur Beantwortung bitte Herr Staatssekretär Hochgräber. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einen schönen guten Morgen auch in die Runde. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Nachfragen. Zum einen, die familienfreundlichen Arbeitgeber sind mir persönlich eine ganz besondere Herzenssache. Sie hatten es im weiteren Verlauf heute Morgen auch schon thematisiert, welche Anforderungen wir insgesamt im Land Berlin haben, um Personalgewinnung, Personalbindung miteinander so zu organisieren, dass wir die Personalfluktuationen, die uns insbesondere aufgrund der altersbedingten Abgänge in den nächsten Jahren erwarten, aber auch in der großen Konkurrenzsituation zwischen Bezirken, Ländern, dem Bund, und da habe ich noch gar nicht begonnen, von den privaten Arbeitgebern zu sprechen, zu kompensieren. Insofern ist die Frage des familienfreundlichen Arbeitgebers sicher ein ganz besonders wichtiger Punkt, der hier auch dazu dient, das Land Berlin als guten Arbeitgeber, als konkurrenzfähigen Arbeitgeber wirken zu lassen. Wir haben Ihnen versucht, das ein bisschen in der Vorlage darzustellen und sind auch bei den bei Ihnen genannten Behörden da auf einem guten Weg, das auch entsprechend zu erreichen. Das LEA befindet sich ja, wie Sie wissen, momentan in einem großen Umbau ohnehin. Und das ist auch im Weiteren das Ziel, dass wir das auch dort sozusagen den Standards entsprechend realisieren werden. Die zweite Frage bezog sich, Frau Abgeordnete, auf die Ausstattung der bezirklichen Wahlämter. Auch das haben wir versucht, Ihnen sehr umfassend aufzuschreiben. Insgesamt ist es ja so, dass wir als Folge der Wiederholungswahl einen umfassenden Prozess in Gang gesetzt haben, um zu verhindern, dass so etwas, wie es bei der Ausgangswahl passiert ist, nicht nochmal passiert. Wir haben viele Kommissionen eingesetzt, viele Sachverständige gehört und insgesamt sozusagen jeden Stein umgedreht, um zu prüfen, wo können wir noch besser werden bei der Durchführung von Wahlen, von Abstimmungen. Ein Bestandteil davon ist der, den Sie angesprochen haben, nämlich die Ausstattung der Bezirke mit einem dauerhaften bezirklichen Wahlamt, das sozusagen nicht als Zugleichaufgabe, sondern als eigenständige Aufgabe wahrgenommen wird, mit drei Vollzeitäquivalenten pro Bezirk. Der Senat hat das auch am 31. Oktober entsprechend beschlossen und einen umfassenden Bericht an das Abgeordnetenhaus über die Einrichtung des Landeswahlamts und insbesondere auch der ständigen bezirklichen Wahlämter beschlossen, wo auch die Frage der Finanzierung entsprechend dargelegt wird. Der Bericht hat auch dem RDB zur Stellungnahme vorgelegen und auch der RDB hat sich entsprechend damit einverstanden erklärt. Insgesamt ist es so, dass der zur Finanzierung notwendige Abschluss eines gesamtstädtischen Zielvereinbarung im Einvernehmen mit der Senatskanzlei und der Senatsverwaltung für Finanzen parallel zur Einrichtung der ständigen Bezirkswahlämter stattfindet. Nach gegenwärtiger Planung rechnen wir mit dem Abschluss der Vereinbarung im zweiten Quartal 2024. Die Finanzierungslösung entspricht, und so ist es auch im Senat miteinander abgestimmt, dem üblichen Finanzierungsverfahren, wenn bezirkliche Personalbedarfe durch neue Aufgaben entstehen. Stellen oder Planstellen sind hierbei gegebenenfalls im Rahmen der Haushaltswirtschaft zunächst im Rahmen freier Stellen und Planstellen im Bezirksamt zu nutzen. Die Vorbereitungen zu diesen Stellenbesetzungen, Frau Abgeordnete, laufen gegenwärtig und eine Besetzung soll zügig im Jahr 2024 jetzt auch realisiert werden. Die Besetzung wird letztlich aber auch von den jeweiligen Bedingungen vor Ort, von den jeweiligen Bedingungen in den Bezirken abhängen, die auf unterschiedliche Weise Einfluss auf den zeitlichen Ablauf nehmen können. Aber insgesamt sind wir guter Dinge, dass wir dieses wichtige Projekt zur Realisierung der bezirklichen Wahlämter planmäßig und zeitnah umsetzen können.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt Nachfragen. Frau Kollegin Klein, bitte. Ja, vielen Dank nochmal für die umfassende Beantwortung, speziell zu den bezüglichen Wahlämtern. Und auch schön, dass das Lehrer und die Feuerwehr auch zertifiziert werden, familienfreundlich in Zukunft. Das finde ich natürlich auch gut. Zur Finanzierung. Also, dass man jetzt, dass die Bezirke jetzt demnächst ausschreiben können, dass das alles in Vorbereitung ist und dass sie erstmal auf ihre vorhandenen Stellen zurückgreifen. Das ist ein Verfahren, das kennen wir auch aus den letzten Jahren, um auch einfach keine Zeit zu verlieren, was grundsätzlich erstmal von meiner Seite aus zu befürworten ist. Aber trotzdem haben wir in der Vergangenheit auch immer dazu gesagt, die Zielvereinbarung kann dann natürlich auch nochmal beschreiben, was machen eigentlich die bezirklichen Wahlämter. Das wäre auch, was soll da nun wirklich passieren? Von daher finde ich den Weg auch nicht schlecht. Aber ich fände es klug, wenn man hier und heute oder auch schon Ende Oktober gesagt hätte, okay, liebe Bezirke, ihr kriegt aber auch die 3 Stellen dann zugewiesen, ne, über das Verfahren. Und diese Antwort scheint mir noch offen zu sein, noch komplett offen zu sein und sozusagen noch Verhandlungsmasse, wo noch eben nicht auf Augenhöhe mit den Bezirken und was da schiefgelaufen ist, 21 bei der Wahl, gelöst wird. Normalerweise müsste man jetzt schon mit breiter Brust dastehen und sagen, so, es ist schiefgegangen, ihr kriegt die 3 Stellen, die Zusage mündlich oder auch in Form eines Dreizeilers kriegt ihr schon, aber bitte nehmt erstmal die freien Stellen, die Zielvereinbarung haben wir jetzt eben noch nicht herzaubern können, es dauert noch ein paar Tage, aber ihr könnt euch sicher sein, die 3 Stellen kriegt ihr. Dass diese Aussage fehlt, finde ich tatsächlich politisch schwierig. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Nachfrage, Frau Abgeordnete. Gibt sie mir doch Gelegenheit, hier noch mal möglicherweise mit einem Missverständnis ganz deutlich aufzuräumen. Ich stelle das an dieser Stelle klar. Das ist schiefgelaufen. Wir haben es angepackt und es ist gelöst. Und die Bezirke sind ganz eng eingebunden, sowohl bei den vielen Kommissionen und Gremien, die wir zur Aufbereitung der missglückten Wahl und bei den Ideensammlungen, bei den Umsetzungsschritten zur Reform, auch zur Ausstattung der bezirklichen Wahlämter eingesetzt haben, ganz eng eingebunden über den RDB, ganz eng eingebunden über eine Vielzahl von Gesprächen. Und es gibt, und das möchte ich ganz ausdrücklich betonen, es gibt die ganz konkrete Zusage, 3 VZE pro Bezirk für die bezirklichen dauerhaften Wahlämter zu etablieren. Die entstehenden Ausgaben für das Jahr 2023, insofern haben Sie nicht ganz Unrecht, wenn Sie sagen, auch hier ist es wichtig, schnell in die Umsetzung zu gelangen, werden aus den bei der Senatsverwaltung für Finanzen bei Kapitel 2729 im Titel 97101 etatisierten pauschalen Mehrausgaben finanziert und für 2425 werden die entstehenden Ausgaben aus der zentralen Vorsorge für die gesamtstädtische Zielvereinbarung im Kapitel 0300 bei Titel 97.14 bei der Senatskanzlei finanziert. Es ist also erstens umfassend finanziert, zweitens gegenüber den Bezirken klar kommuniziert, sie können sofort in die Umsetzung gehen. Die Bezirke wissen das auch und insofern möchte ich mit diesem Missverständnis gerne an dieser Stelle aufräumen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann sind die Berichte römisch 1, 2, 3 und 4a aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Kommen wir zum Kapitel 0500, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, politisch-administrativer Bereich und Service. Hier wird mitberaten aus der Sammelvorlage 170, der Punkt römisch 4b, Projektgruppe Katastrophenschutz und der C, Kapitel 0500, Titel 42201 und Titel 42811 unter D, Kapitel 0500, Titel 45201, Nachversicherungen von Beamtinnen und Beamten und unter E, Nachwuchskräfteprogramm für den gehobenen und höheren Dienst. Gibt es zu diesen Berichten Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte römisch 4b bis E aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Komme dann zum Titel 42201 Nachversicherungen. Hier wird mitberaten aus der Sammelvorlage 170 unter 4 Berichtsaufträge F, Obergruppe 45. Es wurde angehalten. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht römisch 4F aus der Sammelvorlage zur Kenntnis genommen. Kapitel 0511 Olympiapark Berlin.
Aus der Sammelvorlage 170 wird hiermit beraten der Punkt römisch 4g, Kapitel 0511, Titel 42201. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht römisch 4g aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Ich rufe das Kapitel 0531 Polizei Berlin Behördenleitung auf. Hier wird mit beraten aus der Sammelvorlage 170 römisch 4h, Kapitel 0531 Produkt 78265 Personen, Zeugen und Objektschutz unter I Kapitel 0531 Produkt 80709 Ausbildung gehobener Polizeivollzugsdienst unter J Kapitel 0531 Einrichtung einer oder der Zentralstelle Cybercrime. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Nicht der Fall. Dann sind die Berichte römisch 4h bis j aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Ich komme zum Kapitel 0532 Finanzamt Berlin International und hier zum Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigung Beschäftigten. Ich rufe hier auf den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vorgang 130 O minus oder Strich 1, das ist die Tischvorlage, die wir vorhin aufgenommen haben. Und hier die laufende Nummer 1. Gibt es seitens der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen den Wunsch zu begründen? Bitte schön, Herr Ziller. Genau, vielen Dank. Ich mache es auch kurz, weil die Hauptargumente im Fachausschuss begründet liegen. Aber Sie wissen, es gibt für den Verkehrsbereich die Vision Zero. Wir wollen Verkehrsunfälle mit tödlichen Folgen auf Null bringen. Und ein Baustein dabei ist auch die Verkehrsüberwachung, sozusagen herkömmlich Blitzer genannt. Und wir wollen für das Land Berlin die Anzahl der Blitzer ausweiten. Und dafür braucht man dann in der Bußgeldstelle auch die entsprechenden Mitarbeiterinnen, die diese Bescheide bearbeiten. Es ist traurig, dass es nötig ist, aber wir wissen, wie der Autoverkehr ist. Wir werden ihn ganz kurzfristig nicht ändern. Und wir wollen aber, dass Menschen im Straßenverkehr sicher sind. Deswegen hier die nötigen Stellen. Die finanzieren sich leider auch selbst, dadurch, dass die erhöhten Bußgelder dann einem anderen Titel auch eingehen oder zusätzlich zu Mehreinnahmen führen. Insofern bitten wir hier um Zustimmung zu diesem Aufwuchs an Personalstellen. Wir schlagen vor, im Jahr 2024 mit 75 Mitarbeiterinnen mehr sozusagen an die Arbeit da zu gehen und dann im Jahr 2025 nochmal 25 Menschen oder Stellen zusätzlich zu schaffen. Das wären dann in der Summierung 100. Das ist der Änderungsantrag und wir bitten um Zustimmung. Vielen Dank, Herr Kollege. Noch zur Klarstellung. Das Kapitel 0532 ist natürlich nicht das Finanzamt Berlin International, sondern Polizei. Das war ja eine Laune des Algorithmus, was hier einen Zahlendreher gab. Aber ich glaube, alle wissen, um was es geht. Ist ja auch begründet worden. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist der Fall. Bitte schön, Herr Kollege Wiedenhaupt. Danke, Herr Vorsitzender. Dass uns allen Fraktionen gleichermaßen am Herzen liegt, dass wir weniger Verkehrsunfälle haben, das ist ja gar keine Frage. Und die Frage ist allerdings, wie wir dagegen vorgehen. Das Anschaffen weiterer Blitzer ist sicherlich der falsche Weg. Wenn wir gerade vor kurzem ja in einer Beantwortung einer schriftlichen Anfrage mitbekommen haben, dass die vorhandenen Blitzer ja nur zu einem Kleinstteil überhaupt des Jahres ausgelastet sind, glaube ich, geht es eher darum, und das ist dann eine Fachausschussfrage, wie diese eingesetzt werden. Da liegt es anscheinend noch sehr im Argen. Worum es aber überhaupt gehen muss, ist ja nicht, Herr Kollege, dass wir hier sagen, oh, das finanziert sich auch selber und wir nehmen dann noch mehr Blitzer, sondern das Ziel muss ja sein, dass es nicht mehr so viele Übertretungen gibt. Und insofern ist das nicht eine Frage von Installationen von technischen Geräten, sondern es ist eine Frage, wie wir gesellschaftlich mit diesem Thema umgehen. Wir müssen darauf achten, dass Geschwindigkeiten eingehalten werden. Und der Weg, der von Ihnen vorgesehen wird, das ist, wenn Sie mir das erlauben, so die typisch grüne Keule, die man dann gegenüber den Menschen schwingt, halten wir für falsch. Wir sehen das Problem, das sehen wir alle, auch Sie, das ist gar keine Frage. Aber der Ansatz, den Sie hier wählen, den sehen wir als den falschen.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur Abstimmung. Wer dem Antrag Laufen Nummer 1 der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne und die Fraktion der Linken. Gegenprobe. Das sind die übrigen Fraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich komme dann zum Kapitel 0556, Polizei Berlin, Direktion Zentraler Service. Hier rufe ich auf aus der Sammelvorlage 170 unter Römisch 4 den Punkt K, Kapitel 0556, 335 neue Stellen. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 4K aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Kapitel 0561 Berliner Feuerwehrbehördenleitung. Aus der Sammelvorlage 170 rufe ich auf den Punkt unter Römisch 4L. Kapitel 0561 Personaloffensive 500. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 4L aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr Zentraler Dienst. Hier wird mitberaten aus der Sammelvorlage 170 unter Punkt 4, Römisch 4, der Unterpunkt M. Kapitel 0565 Fahrzeug- und Gerätetechnik, Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage und der Punkt N. Kapitel 0565 Zahl der beamteten Dienstkräfte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst mit Feuerwehrzulage. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte Römisch 4 M und N aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Ich rufe das Kapitel 0581 Landesamt für Einwanderung auf. Hier wird mitberaten aus der Sammelvorlage 170 unter Römisch 4 bei den Berichtsaufträgen der Bericht mit der Nummer O. Kapitel 0581 neue Stellen und unter P. aus diesem Kapitel Abteilung Staatsangehörigkeit. Gibt es zu den beiden Berichten Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte Römisch 4, O und P aus der Sammelvorlage 170 zur Kenntnis genommen. Ich rufe auf Titel 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten und hier aus dem Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die laufende Nummer 2 und frage auch hier, ob die Begründung gewünscht wird. Bitte schön, Herr Kollege Ziller. Genau, die laufende Nummer 2 und 3 gehören relativ naheliegend zusammen. Insofern geht es auch nicht um sozusagen zusätzliche neue Stellen. Wir glauben, dass wir aber die Stellen von nicht planmäßigen zu planmäßigen Beschäftigten sozusagen überführen sollten. Es ist sicherlich ein kleiner Baustein, um die Arbeit im Lehr irgendwie attraktiver zu machen und insgesamt der Herausforderung, vor der das Lehr steht, der gerecht zu werden. Aber genau, ich glaube an sich, das Lehr könnte selber noch mal Schwerpunkt einer Sitzung hier sein, wie wir gucken müssen, wie man das richtig fit kriegt. Aber das ist ein kleiner Baustein und da bitten wir um Zustimmung. Zu beiden, die, glaube ich, zusammengehören. Ich weiß nicht, ob man die zusammen abstimmen kann, aber in jedem Fall bedingen sie sich irgendwie. Wir müssen sie schon einzeln abstimmen, aber wir können ja die Wortmeldung zu beiden dann gemeinsam sammeln und die Diskussion dazu führen. Gibt es denn Wortmeldungen zu den beiden Änderungsanträgen? 2 und 3? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich jetzt zu der Abstimmung zunächst über den Antrag Nummer 2. Und wer diesem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gegenprobe. Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion der AfD und Enthaltung. Sie haben zugestimmt? Sie haben zugestimmt. Dennoch ist der Antrag damit abgelehnt. Kommen wir dann zur Abstimmung über den Antrag laufende Nummer 3 der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ist ja schon begründet worden. Gibt es hierzu Wort? Ne, hatten wir ja auch schon alles geklärt. Wir sind ja auch in der Abstimmung. Wer dem Antrag Lauf Nummer 3 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Linke. Gegenprobe. Das sind die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt und die zweite Lesung des Einzelplans 05 auch abgeschlossen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Staatssekretär Hochgräbe, und bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Und
und komme als nächstes zum Einzelplan 06, Justiz und Verbraucherschutz. Wir warten kurz, bis der Wechsel auf der Senatsbank stattgefunden hat. Dann begrüße ich Frau Staatssekretärin Ulea und Mitarbeiterinnen der Senatsverwaltung. Mitberaten wird die Sammelvorlage 169 und hier unter 1, Römisch 1, Einzelplan übergreifende Berichtsaufträge, und zwar die A, Beantwortung der Fragen der Fraktionen der CDU und der SPD Nummer 2, 8, 9, 10, 11 und 13, unter B, die Beantwortung der Fragen der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen Nummern 1 bis 7, 9, 11, 12 und 14, unter C, die Beantwortung der Fragen der Fraktion Die Linke Nummer 2 sowie 4 bis 8, unter Römisch 3, Bericht Rote Nummer 128, Personalpolitisches Aktionsprogramm. Gibt es zu diesen Berichten Wortmeldungen? Frau Dr. Schmidt, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Staatssekretärin, zu diesem Bericht hätte ich drei Fragen bzw. Bitten. Zunächst eine Antwort auf die Frage der CDU-SPD-Koalition. Hier wird beschrieben, dass im Allgemeinen Justizvollzugsdienst eine gesundheitsförderliche Schichtplangestaltung erarbeitet werden soll. Das finden wir natürlich richtig gut, weil ja gerade bei dieser schwierigen Tätigkeit nicht selten auch Beschäftigte schon vorzeitig in den Ruhestand ausscheiden. Und unsere Bitte wäre hier, ob es möglich wäre, sobald dieses Schichtsystem etabliert ist, einen Folgebericht zu erhalten, mit welchen Maßnahmen Sie da auch in die Umsetzung gehen und wie das System auch von den Mitarbeitenden anerkannt wird und angenommen wird. Da wären wir über einen Folgebericht zu einem gegebenen Zeitpunkt, den Sie gern heute hier benennen können, sehr dankbar. Weil es doch eine spannende Geschichte ist und wir da an das grundsätzliche Problem der Erkrankung oder der vorzeitigen Pensionierung ja auch herangehen könnten. Zu den Fragen von uns. Zunächst noch mal eine Nachfrage auf die Frage 4 zu den Befristungen im Einzelplan 6. Hier waren insbesondere zwei Stellenbeschreibung, die ich ganz spannend finde, wenn man sich das anschaut, was hier befristet Beschäftigte wegtragen sollen. Zum einen in der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz im Stammhaus. Und die zweite, ich will das jetzt gar nicht vorlesen, da geht es ja darum, im Einsatz im Anschluss an den Regierungswechsel, Referentin im Grundsatzreferat und die damit verbundenen Aufgaben und beim Kammergericht. Mitwirkung in Fortbildungsangelegenheiten. Hier würden uns schon noch mal interessieren, ob die angegebenen Aufgabenfelder die aktuelle Anschlussverwendung nach dem Regierungswechsel für die ehemaligen Stabsmitglieder betrifft, weil das ja doch schon auffällig ist. Und zur Frage 5, Seite 41. Hier ist auffällig, dass die Liste der Mangelberufe mit den befristeten Berufen im Justizvollzug doch ziemlich deckungsgleich ist, deshalb von uns die Frage, ob die Entfristung im Krankenpflegedienst, Sozialdienst bei Verwaltungs- und IT-Fachkräften nicht auch hier zu einer langfristigen Verbesserung führen würde. Wir hatten es ja gerade in einem anderen Bereich als Beispiel, wo bei Angebot von unbefristeter Übernahme doch eine Zustimmung gewachsen ist. Deshalb auch hier die Frage, ob da eine entsprechende Entfristung nicht ein Stück Entlastung schaffen könnte. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann bitte zur Beantwortung, Frau Staatssekretärin. Sie haben das Wort. Ich danke ganz herzlich, Herr Vorsitzender, Frau Dr. Schmidt, für Ihre Fragen zu dem Bericht. Zunächst zu dem gesundheitsfördernden Schichtplan. Das ist ein sehr wichtiges Projekt, das auch im Rahmen der Verhandlungen zum Gesundheitspakt noch mal ausführlich diskutiert wird. Dazu gab es gerade neulich eine Klausurtagung in Potsdam, an der auch mein Kollege Herr Feuerberger, Staatssekretär Feuerberg, teilgenommen hat. In jedem Fall werden wir Ihnen sehr gerne in Mitte 2024, wenn Ihnen das ausreicht, also wir können es auch einen Tick früher, dann gerne einen umfassenden Bericht dazu vorlegen, weil auch für uns ist das ein äußerst wichtiges Projekt. Und wir wissen auch, wie relevant das ist, um eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug zu stärken. Zu Ihrer zweiten Frage zu den
Befristungen. Sie kommen auf die Begründung Beschäftigten in früheren Mitarbeitern der Stabsstellen. Die sind bei uns im Haus, im Stammhaus, in verschiedenen Bereichen, also einmal in der Abteilung 5 und in der Abteilung 2 und in der Abteilung 6, Verbraucherschutz, untergebracht als Referenten in den Fachbereichen jeweils. Da können, ja. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Hat sich eine es Nachfrage gibt noch eine weitere Frage. Wollen Sie direkt die Nachfrage stellen? Oder? Dann stellen Sie die Nachfrage vielleicht direkt dazu. Und dann kommt der dritte Punkt ja noch. Und das Datum des Folgeberichts müssen wir auch noch klären. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank. Gleich zu den Ausführungen eine Nachfrage, ob es eine Chance gibt, diese Befristung zu entfristen. Weil wenn man die Aufgabenbeschreibung liest, sind das ja keine Aufgaben, die wegfallen. Frau Staatssekretärin, bitte. An der Stelle will ich nur so viel sagen, wenn Sie mir erlauben, dass die Person eben unter der Bedingung der Befristung ihre Tätigkeit in der Senatsjustizverwaltung aufgenommen haben. Und Sie kennen die besondere Situation im Land Berlin. Das ist ja historisch einmalig gewesen, dass es eine Wiederholungswahl gab. Und dann stellte sich natürlich für alle Verwaltungen, denke ich, die Frage, wie gehen wir mit der Besetzung der Leitungsstäbe um? Und ich sage, dass hier im Vertrauen auf die letzten Monate haben wir, glaube ich, für alle eine sehr gute Lösung gefunden. Ja. Übrigens ist das auch mein Eindruck aus dem regelmäßigen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Das werde ich dazu sagen. Zur Liste der Mangelberufe im allgemeinen Vollzugsdienst, Krankenpflegebereich will ich auch sagen, dass die Personen regelmäßig entfristet werden. Also eine Befristung ist da nicht der grundsätzliche Zustand, sondern es ist immer nach einer bestimmten Phase von 12 Monaten eine Entfristung vorgesehen. Das entspricht auch natürlich unserem ganz erheblichen Interesse an der Stelle, eben die Arbeitskräfte zu binden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Dann schlage ich vor, dass Sie den Folgebericht für den 11.09.2024 vormerken. Das ist die erste Sitzung nach der Sommerpause. Sehr einfach nehmen. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen zu den vorliegenden Berichten. Dann sind die Berichte Römisch 1a bis c und Römisch 3 aus der Sammelvorlage 169 zur Kenntnis genommen. Ich komme dann zum Kapitel 0600, politisch-administrativer Bereich und Service. Und hier zum Titel 46201, PMA für Personalausgaben. Hier wird mitberaten aus der Sammelvorlage unter Römisch 2 der Bericht A, Kapitel 0600, Titel 46201, Alt-Jung-PMA. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 2a aus der Sammelvorlage 169 zur Kenntnis genommen. Kommen wir zum Kapitel 0608, Verbraucherschutz. Und zwar hier unter der Seite 78 bei der Produktdarstellung zu der Sammelvorlage 169 und unter 2 zu dem Römisch 2 zu dem Berichtsnummer B, Kapitel 0608, Produktdarstellung. Gibt es zu diesem Bericht Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 2b aus der Sammelvorlage 169 zur Kenntnis genommen. Kapitel 0615, Kammergericht. Mitberaten wird hier aus der Sammelvorlage unter Römisch 2 der Bericht C, Kapitel 0615, Kostenträger 80334. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 2c aus der Sammelvorlage zur Kenntnis genommen. Bei der Stellenübersicht komme ich bei der Sammelvorlage 169 unter Römisch 2 Berichtsaufträge zum Punkt D, Stellenübersicht. Gibt es zu diesem Bericht Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Bericht Römisch 2d aus der Sammelvorlage 169 zur Kenntnis genommen und auch die zweite Lesung des Einzelplans 06 abgeschlossen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, Ihren Mitarbeiterinnen, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Und der nächste Einzelplan, den ich aufrufe, ist der 07er Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Und wir warten kurz, bis der Wechsel auf der Senatsbank stattgefunden hat.
Ich begrüße Frau Staatssekretärin Behrendt und Mitarbeiter. Einzelplanübergreifend beraten wird aus der Sammelvorlage 166 unter Römisch 1a Beantwortung der Fragen der Fraktionen der CDU und der SPD, Nummern 2, 8, 9, 10, 11 und 13. Unter B die Beantwortung der Fragen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Nummern 1 bis 7, 9, 11, 12 und 14. Unter C die Beantwortung der Fragen der Fraktion Die Linke, Nummer 2 sowie 4 bis 8. Unter Römisch 2 Berichtsaufträge zum Einzelplan 07, nämlich A Organisationsübersicht der Senatsverwaltung, Römisch 3 Bericht Rote Nummer 128 Personalpolitisches Aktionsprogramm unter Römisch 4 Bericht Rote Nummer 130a. Grundsätzliches zu den Personalausgaben im Entwurf des Haushaltsplans 24/25. Gibt es zu den diversen Berichten Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte Römisch 1a bis c, Römisch 2a, Römisch 3 und Römisch 4 aus der Sammelvorlage 166 zur Kenntnis genommen. Ich komme zum Kapitel 07.00, politisch-administrativer Bereich und Service. Hierzu wird mitberaten aus der Sammelvorlage unter Römisch 2 Berichtsaufträge der Bericht B, Zuordnung von 17 neuen Stellen und unter D Leitung der Büros. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Herr Ziller, bitte. Ja, vielen Dank. Wir haben sowohl die mündlichen Äußerungen in der letzten Sitzung als auch jetzt den Bericht noch mal gelesen. Und ich gebe zu, wir haben zu dem Leitung des Büros und den Aufgaben und der Befristung noch mal Fragen. Also die erste Frage ist, da es ja im Senat, haben wir gelernt, von Senator Evers oder der Senatsfinanzverwaltung jetzt sozusagen abgestimmtes Bereich für die Führungsebene gibt, wäre die Frage, wer in den anderen Senatsverwaltungen oder Senatorinnen sozusagen Büros diese Aufgaben, die jetzt hier ausgekoppelt aus dem Standardverfahren erfüllt. Also wir hätten gern einen Bericht über alle, von allen Senatorinnen, wer bei Ihnen diese Aufgabe übernimmt, weil es da ja diese Stelle nicht gibt. Das wäre die erste Bitte. Und die zweite in Ihre Richtung nochmal. Sie haben im Ausschuss letzte Mal gesagt, und hier steht auch, das ist befristet Abgeordnetenbeamten. Können Sie uns zu der Befristung und der Begründung noch was sagen? Ist es Ziel, dass das in einem Jahr dann wieder ausläuft und umstrukturiert wird? Wird da jemand noch bis zum Ruhestand sozusagen mit einer Aufgabe versehen? Oder wie ist diese Befristung sozusagen vorgesehen? Was steckt dahinter? Das wäre unsere erste Nachfrage. Frau Kollegin Klein, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke auch für die Zuordnung der 17 noch nicht zugeordneten Stellen sozusagen. Meines Erachtens sind es vor allem A14 und E14 Stellen, bin mir aber gerade nicht sicher. Von daher würde ich Sie bitten, wenn Sie noch die Wertigkeiten und die Tabelle mit den Wertigkeiten einfach noch nachliefern. Ich glaube, das dürfte relativ schnell möglich sein. Das war's. Vielen Dank. Dann zur Beantwortung bitte Frau Staatssekretärin. Also die Wertigkeiten, die werden wir auf jeden Fall nachliefern, das ist kein Problem, haben wir jetzt hier nicht mitgebracht. Zu Ihrer Frage, die Befristung ist erstmal bis Ende der Legislaturperiode erfolgt. Ja. Und ansonsten, die andere Frage richtete sich, glaube ich, eher an Senfin, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Wie die Positionen in anderen Verwaltungen. Ich habe einen kleinen Frosch im Hals, deswegen bitte ich das nachzusehen. Wie die Positionen in anderen Verwaltungen besetzt sind. Ich kann nur sagen, bei uns ist es ja so, dass wir eine relativ vielfältige Verwaltung sind und auch sehr, sehr groß, wenn wir auch nicht die größte sind und wir eben so unterschiedliche Bereiche haben, dass es aus unserer Sicht sinnvoll ist, die Organisation so vorzunehmen, wie wir es getan haben. Und ja, zu den anderen Verwaltungen kann vielleicht mein Kollege noch etwas sagen. Danke. Vielen Dank. Dann bitte Herr Staatssekretär Schurke. Ich habe da einen Berichtsauftrag vernommen. Ich werde das jetzt nicht aus dem Hut zaubern. Wie die. Insofern machen wir einen Bericht. Ich würde als Termin vorschlagen, weil das ja eigentlich auch abseits des Haushaltes läuft, dass wir den 31. Januar nehmen. Dass die nächste Sitzung nach den Haushaltsberatungen. 31. Januar 2024. Ja, sehe da auch Einvernehmen. Gibt es zu den Berichten weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte Römisch 2b und d aus der Sammelvorlage 166 zur Kenntnis genommen. Ich rufe dann auf zum Punkt auf Seite 18 Gender Budgeting aus der Sammelvorlage unter
Römisch 2, den Bericht C, Gender Budgeting. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 2c aus der Sammelvorlage zur Kenntnis genommen. Kapitel 047, Tiefbau. Da den Titel 42801, Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten aus der Sammelvorlage unter Römisch 2 die Berichtsaufträge zu E, Kapitel 047, Besetzung einer Stelle und zu F, Kapitel 047, Titel 42801, Anzahl der Stellen, voraussichtliche Ansätze. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte Römisch 2e und F aus der Sammelvorlage zur Kenntnis genommen. Kapitel 057, Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün. Hier wird mitberaten aus der Sammelvorlage unter Römisch 2 der Bericht G, Kapitel 057, wegfallende Beschäftigungspositionen. Frau Klein, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da geht es ja um die Schwankungen bei den BEPOs, die ja befristet sind, entweder bis 24 oder also Ende 24 und auch Entfristungen in 25. So richtig haben wir das noch nicht verstanden, weil die Aufgaben, die ja mit den BEPOs gemacht werden, sind ja keine wegfallenden Aufgaben. Also klar, BEPOs haben unterschiedliche, also ist ein Instrument für unterschiedliche Herausforderungen, sagen wir es mal so. Aber wenn man BEPOs einrichtet für eine Aufgabe, wo klar ist, dass sie nicht wegfällt, ist das natürlich schwierig. Wenn man, hier steht nun drin, man wird dann zu gegebener Zeit nach Lösungen suchen und sie dann hoffentlich auch finden. Aber ich finde, jetzt ist ja eigentlich der Zeitpunkt, um die Lösung zu finden und nicht im Laufe des Haushalts. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal etwas mitnehmen, was es denn da jetzt noch für Möglichkeiten gibt, wie man sowas hinkriegen kann, obwohl das ja Aufgaben sind, die nicht wegfallen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Dann zur Beantwortung bitte Frau Staatssekretärin. Also, die BEPOs sind ja bis Ende 2024 befristet und wir planen auch eine Entfristung, dann aber zu gegebener Zeit, das wird dann ja erst 2025 sein. Frau Klein, bitte. Entschuldigung, wie soll das laufen? Wie entfristet man BEPOs? Frau Staatssekretärin, bitte. Ich gebe mal an meine Kollegen aus der Haushaltsabteilung weiter. Ja, vielen Dank. Also Herr einer, ja, Entschuldigung. So viel Zeit muss sein. Aus der Personalwirtschaft, genau. Also einerseits werden ja drei Beschäftigungspositionen in 25 sowieso entfristet, also die sind ja in den 17 Stellen mit drin. Auf der anderen Seite ist das halt immer eine Sache einerseits der Prioritätensetzung, also ob ich innerhalb meiner Verwaltung umschichte und Stellen, die woanders frei geworden sind und dort vielleicht nicht mehr in der Tiefe gebraucht werden, nutze. Und auf der anderen Seite ja, muss man halt auch schauen, ob zu dem Zeitpunkt dann auch noch in der vollen Stärke also alle sechs Positionen erforderlich sind oder ob man im Zweifel dann auch mit vier oder fünf auskommt und die dann halt irgendwoher aus dem Haushalt zusammensucht. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 2G aus der Sammelvorlage zur Kenntnis genommen. Ich komme zum Kapitel 0752, Pflanzenschutzamt, Produkt 6-5475. Hier wird mitberaten. Aus der Sammelvorlage unter Römisch 2, der Bericht H, Kapitel 0752, Produkt 6-5475. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht Römisch 2H aus der Sammelvorlage 166 zur Kenntnis genommen und auch die zweite Lesung des Einzelplans 07 abgeschlossen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Behrendt, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Das gilt auch für Ihre beiden Mitarbeiter. Und ich komme zum Einzelplan 08, Kultur und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und wir haben wieder den Wechsel auf der Senatsbank zunächst abzuwarten. Dann begrüße ich Frau Staatssekretärin Wedel-Wilson und ihre Mitarbeiterin ganz herzlich. Mitberaten wird aus der Sammelvorlage 167 unter
Römisch 1, die einzelplanübergreifenden Berichtsaufträge, A, Beantwortung der Fragen der Fraktionen der CDU und SPD, 2, 8, 9, 10, 11 und 13, und B, Beantwortung der Fragen der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen, Nummern 1 bis 7, 9, 11, 12 und 14, und C, Beantwortung der Fragen der Fraktion Die Linke, Nummer 2 sowie 4 bis 8, Römisch 2, Berichtsaufträge zum Einzelplan 08, A, Musikschulen, B, Stolpersteine, Initiativen, C, Bericht Rote Nummer 130a, Kapitel 0810, Krisenmanagement, und unter D, der Bericht Rote Nummer 128, Personalpolitisches Aktionsprogramm. Gibt es zu den diversen Berichten Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind die Berichte unter Römisch 1 und 2 aus der Sammelvorlage 167 zur Kenntnis genommen. Und damit ist auch bereits die zweite Lesung des Einzelplans 08 abgeschlossen. Ich darf mich für Ihre kurze Anwesenheit bedanken, Frau Staatssekretärin, und wünsche Ihnen und Ihrer Mitarbeiterin noch einen angenehmen Tag und rufe das den Einzelplan. Wünschen wir Ihnen ebenso. Dann haben wir wenigstens ein paar Worte gesagt. Guten Morgen und auf Wiedersehen. Danke. Einzelplan 09 wird dann aufgerufen, Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. Und der nächste Wechsel auf der Senatsbank steht an. Ich begrüße Frau Staatssekretärin Hausdörfer und ihren Mitarbeiter und sehe, dass wir hier viele Einzelberichte haben, die wir jetzt einzeln durchgehen. Mitberaten wird zunächst unter A, der Bericht 135a, Stellen im Bereich Sucht in der Abteilung Psychiatrie, Sucht und Gesundheitsvorsorge. Gibt es zu diesem Bericht Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann ist der Bericht 135a zur Kenntnis genommen. Unter B rufe ich den Bericht 146 auf. Wegfallvermerke im Einzelplan 09. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann ist der Bericht zur Kenntnis genommen. Unter C rufe ich auf den Bericht 147, befristete Stellen- und Beschäftigungspositionen. Gibt es Wortmeldungen? Frau Dr. Schmidt, bitte. Ja, da, also im Prinzip bezieht sich das sogar schon auf B und auf C, weil hier fallen ja Stellen weg im Bereich E-Government-Gesetz und IT-Service-Desk. Aber gerade in dem Bereich brauchen wir ja Mitarbeitende. Deshalb die Frage, ob es für diese Mitarbeitenden eine Perspektive in der Verwaltung auch über den 31.12.2025 hinaus geben wird. Frau Staatssekretärin, bitte. Angesichts der Herausforderungen, in denen wir bei dem E-Government-Gesetz stehen und auch angesichts der Schwerpunktsetzungen, die wir im Bereich des zentralen Service, und da habe ich den kommissarischen Leiter der Abteilung Volkmar Wenzel mitgebracht fürs Protokoll, gehe ich schon davon aus, dass auf jeden Fall Perspektiven für diese Mitarbeitenden bestehen. Aber wir müssen natürlich immer angesichts der entsprechenden Anmeldungen als auch des Haushaltsgesetzgebungsverfahrens abwarten. Aber die Herausforderungen sind ja schon wie in vielen Berichten, ich weiß gar nicht, ob es explizit für diesen Unterausschuss oder in dem Hauptausschuss beschrieben, deutlich groß. Und deshalb gehe ich davon aus, dass für das qualifizierte Personal auf jeden Fall auch qualifizierte Anschlussstellen zu finden sein werden. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 147 zur Kenntnis genommen. Unter D rufe ich auf den Bericht 149, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 149 zur Kenntnis genommen. Unter E rufe ich den Bericht 150 auf, Umsetzung des Partizipationsgesetzes. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Bericht? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 150 zur Kenntnis genommen. Unter F rufe ich den Bericht 151 auf, Leistungsprämien. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 151 zur Kenntnis genommen. Unter G rufe ich auf den Bericht 152, Zukunftspakt Verwaltung, Neustart Agenda politische Erklärung. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 152 zur Kenntnis genommen. Unter H rufe ich den Bericht 153 auf. Personalpolitisches Rahmenprogramm Stellenausschreibungen. Gibt es zu diesem Bericht Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 153 zur Kenntnis genommen. Unter I rufe ich auf den Bericht 155 Green Hospital Programm
und frage, ob es hierzu Wortmeldungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 155 zur Kenntnis genommen. Unter J rufe ich den Bericht 156 auf. Schulungsmaßnahmen in den Bereichen Antidiskriminierung, Partizipation und migrationsgesellschaftliche Kompetenz. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 156 zur Kenntnis genommen. Unter K rufe ich auf den Bericht 157, Personalentwicklungskonzepte. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 157 zur Kenntnis genommen. Unter L rufe ich auf den Bericht 158, Stellenbesetzungsverfahren. Ich sehe, dass es keine Wortmeldungen gibt. Damit ist der Bericht 158 zur Kenntnis genommen. Unter M rufe ich auf den Bericht 159, gesundheitsfördernde Arbeitsplätze. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Fehlanzeige, dann ist der Bericht zur Kenntnis genommen. Unter N rufe ich auf den Bericht 160, Förderung der mentalen Gesundheit. Gibt es Wortmeldungen? Nicht der Fall. Dann ist der Bericht 160 zur Kenntnis genommen. Unter O rufe ich den Bericht 171 auf, Gesundheitsmanagement, Beantwortung der Frage 9 der Fraktionen der SPD und der CDU. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 171 zur Kenntnis genommen. Unter P rufe ich auf den Bericht 174. Zukünftige Herausforderungen, Beantwortung der Frage Nummer 1 der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Frage Nummer 5 der Fraktion Die Linke. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 174 zur Kenntnis genommen. Unter Q rufe ich auf den Bericht 175, unbesetzte Stellen, Beantwortung der Frage Nummer 2 der Fraktion der SPD und der CDU. Gibt es Wortmeldungen? Nicht der Fall. Dann ist der Bericht 175 zur Kenntnis genommen. Ich komme zum Kapitel 0900, politisch-administrativer Bereich und Service, und rufe auf den Bericht 154, 10 zusätzliche Stellen im Kapitel 0900. Gibt es Wortmeldungen? Sehe keine. Dann ist der Bericht 154 zur Kenntnis genommen. Kapitel 0910, Hochschulen, und hier Titel 42201, Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten. Und Titel 42801, Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten. Hierzu wird mitberaten der Bericht 145, Übereinstimmung von Ansätzen und Stellenplan, Kapitel 0910, Titel 42201 und 42801. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 145 zur Kenntnis genommen. Titel 68520, Zuschüsse an Universitäten, mitberaten wird der Bericht 144, Fehlen von geschlechtssensitiven Daten. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 144 zur Kenntnis genommen. Kapitel 0930, Pflege. Titel 42811, Entgelte der nicht planmäßigen Tarifbeschäftigten. Bericht 148 wird mitberaten. Kapitel 0930, Titel 42811, Entgelte der nicht planmäßigen Tarifbeschäftigten. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Bericht 148 zur Kenntnis genommen. Und damit ist die zweite Lesung des Einzelplans 09 abgeschlossen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Ihnen und Ihren Mitarbeiter wünsche ich noch einen schönen Tag. Und ich komme dann zum Punkt 2 unserer Tagesordnung, der da lautet Verschiedenes. Gibt es hierzu Ihrerseits Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann teile ich Ihnen mit, dass die nächste, nämlich die 18. Sitzung, am Montag, 20. November 2023, stattfindet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Die Sitzung findet dann im Festsaal statt. Dann schließe ich hiermit die Sitzung und wünsche Ihnen noch einen produktiven Arbeitstag. Vielen herzlichen Dank. Schließe die Sitzung.